Ich sag mir, dass ich noch Bauteile habe. Ich habe hier keine Bauteile mehr. Das ist doch nicht wahr, oder? Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Tiberium Rim. AKA Rimworld voll gemoddet. Ich muss jetzt gleich eins machen. Nachdem Diotix mir das geschrieben hat, dass einer der... Genau, dass der hier schon ewig seit 50 Folgen nicht angeschlossen ist. Ja, suboptimal das Ganze. Kann ja mal passieren. Was ist denn eigentlich hier los? Hier ist, viele Sachen sind hier nicht angeschlossen. What the hell? Einzige Verbindung war hier unten. Meine Güte. So, Nummer 2. Ein Kolonist ist untätig, der Kapelsen. Glaube nicht. Größte Teil und Hunger. Ja gut, die sind beide am Durchdrehen, das ist okay. Der Wilson macht die Wand schön. Wir haben unsere KI-Persönlichkeitskerne. Wir müssen vor allem eins mal machen. Wir haben unseren lieben Othello. Ich würde jetzt das hier machen. Genau, ich würde jetzt einfach mal alle Leute in der neuen Kolonie ums Aufräumen kümmern lassen. Meine Güte. So, dann haben wir nämlich schon mal ordentlich Happiness. Ja, ich habe das mir ja gesagt, das macht durchaus Sinn, das so zu tun. Das ist hier quasi vorbereitet für meine Farmwelt. Mein kleines selbsterhaltenes Ökosystem hier drin. So, und schau mal, was ist denn in meine nächsten... Das muss noch beladen werden, ich mache mal ein bisschen Speed up. Oder auch nicht. Ich muss erst mal klarkommen. Das ist so krass, wenn man hier eine Weile schon nicht mehr gespielt hat und das dann hier alles sieht. Ach, puh, das ist echt übel. Aber komm, gib voll Power. Achso, Sonnenfinsternis haben wir hier auch noch. Okay. So, ganz wichtig. Ich sollte vielleicht mein Heimatgebiet... Ja, das ist natürlich total bescheuert. Die machen natürlich sauber irgendwo... Ah, ist ein bisschen doof, dass manche Mods, die ich jetzt für einen 17er habe, dass ich die nicht für die 16er noch aktivieren kann, weil da waren echt ein paar coole dabei. Aber was soll's? So ist es halt, wenn man auf einer alten Version spielt, so ist es halt. Guck mal, Wake Up! Hier liegt noch Koks. Und ein überlegenes Speedskin-Suit. Die niemals jemand reintragen wird. Weiß aber auch nicht warum. So, Pete ist am Durchdrehen, warum? Starke Schmerzen, okay. Trägt ausgefallene Kleidung, krank. Schau die Umgebung. Haben wir denn irgendeinen in der alten Kolonie, der das sauber macht? Vielleicht könnte der Kong mal sauber machen. Wäre vielleicht ganz cool. Nach der Feldarbeit. Nur noch 54 Kräuter Medizin, das passt also. Und hier haben wir auch noch genügend Medizin. Genügend. So, okay. Ja, das wird jetzt eine Zeit lang. Jetzt wird es eine Zeit lang dauern. Bis sie das einfach erstmal gemacht haben. Ich muss vor allem mal schauen, wann die nächste Ladung hier wieder bereit ist. Faultierfell mal 0 fehlt noch. Wirklich. Wirklich. Okay, Sonnenfinsternis, das ist vorbei. Vorratskapsel. Oh, Kräutermedizin mal 70. Wirklich? Mal sind sie, was ist das hier oben? Nymphhair. Wie, was ist denn bitte Nymphhair? Eieieiei. Okay, Trosma ist am Arbeiten. Kann Trosma, ich muss mal schauen, irgendeiner von euch macht doch bitte Bergbau. Wer macht Bergbau? Der Schimpanse macht Bergbau. Gut, nachdem der jetzt durchgedreht ist, ist natürlich klar. Das ist natürlich wieder ein Problem. Hier ist ein Besucher, der gleich sterben wird. Es sieht übrigens so aus, als ob wir die, wie heißen sie denn, genau, diese Viscaroids eigentlich wieder ausgerottet haben, oder? Es ist nur noch ein Viscaroid da. Das andere sind fette Tiberium-Bären. Okay. Ich kenne zwei Leute, die hier Bergbau machen. Habe ich denen nicht noch einen zweiten? Vielleicht kann Trosma das machen auch.
12 und 7. Bauen ist ja schön und recht, aber wenn er damit fertig ist, kann er zumindest mal wieder Mining betreiben. Habe ich denn überhaupt genügend Bauteile dafür? Wahrscheinlich habe ich gar keine Bauteile mehr. Oh. Nun gut. Das Problem ist, ich habe natürlich meinen Bauteiltisch abgerissen. Habe ich denn... Ich sag mir, dass ich noch Bauteile habe. Ich habe hier keine Bauteile mehr. Das ist doch nicht wahr, oder? Das ist doch nicht wahr. Das ist doch echt nicht wahr. Muss ich denn hier nochmal einen Bauteiltisch bauen? Ach komm, das ist nicht euer Ernst. Dann reißt du das mal ab. Habe ich keine Bauteile mehr? Nichts mehr? Hat das so viel Bauteile verschlungen, diese ständige Transporter bauen? Oh, holy shit. Oh, holy shit. Oh, holy shit. Tja. Das Problem ist natürlich... Oh, fuck. Fast keine Bauteile. Schon wieder fast keine Bauteile. Ja, das möchte ich mal noch betonen. Okay. Das bedeutet aber, wir müssen relativ knackig schnell hier einen Bauteiltisch bauen. Wo ist denn hier so ein kranker Arbeitstisch-Bauteile? Guck mal, den machen wir hier. Ist ein Forschungstisch? Okay. Arbeitstisch-Bauteile. Brauchen wir tatsächlich relativ schnell. Ich hoffe, hier haben wir zumindest 20 Bauteile da. Oder auch nicht. Boah, das ist natürlich... Ich habe gar keine Bauteile mehr. Kann doch nicht euer Ernst sein. Daran mangelt es jetzt wirklich? Okay, gut. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Da muss ich tatsächlich den Oleg mal kurz an die Funkanlage schicken. Wen haben wir denn noch an Fraktionen hier? Wir haben... wir kontaktieren mal die Orion-Installation. Ich glaube aber nicht, dass ich mich damit... Orion-Installation. Okay, fordern eine Handelskarawane an. Nee, geht nicht. Okay. Bin ich bescheuert. Dann kann ich tatsächlich nur Hishela rufen. Mit einem Großhändler. Dann werde ich nochmal nordwestlich Ulur rufen. Und auch noch einen Händler exotische Güter holen. Nicht, weil ich jetzt cheaten möchte, sondern weil ich Bauteile brauche. Und ich würde die gern kaufen. Weil ich habe hier jede Menge Silber noch rumliegen. Und zwar 9000 in Worten. Ich lasse das jetzt auch liegen. Ich meine, ich weiß es nicht. Ich könnte das denen auch irgendwie verkaufen. Könnt ihr nochmal ein Lager rummachen. Das überlege ich mir, damit es soweit ist. Aber ich glaube, ich lasse das so. Das ist natürlich jetzt total bescheuert. Ich habe natürlich... Hier habe ich noch ein paar Bauteile. Acht Bauteile. Und hier sind nochmal 10 Bauteile. Habe ich da oben noch welche? Da habe ich, glaube ich, auch welche abgerissen. Okay, also da... In dieser Kolonie habe ich noch Bauteile. Okay. Synthetische Organe. Synthetische Organe. Das ist schon mal schön. Viel haben wir ja nicht mehr, oder? Gehirnchirurgie. Ist eigentlich das nächste. Ansonsten weiß ich nicht. Ansonsten weiß ich, Energiewaffe, Energierüstung ist, glaube ich, alles nicht so toll. Canning Tech ist auch nicht so toll. Das hier oben, das würde ich dann eher forschen wollen, wenn ich was anders mache. Also wenn ich alle in einer neuen Kolonie habe. Ich will jetzt erstmal Gehirnchirurgie haben. Ich will die KI-Persönlichkeitskerne mir implantieren. Das bedeutet aber auch, ich muss einen meiner Kolonisten weiterschicken. Oder... Wer ist denn hier handwerklich am Arbeiten? Der Trossmann, ne? Oder? Trossmann macht Bergbau. Handwerk 12. Handwerk 10. Tja, in Anbetracht der Tatsache, dass ich jetzt dann bald einen Arbeitsteile-Bautisch in meiner neuen Kolonie habe und ich noch dazu Bauteile hierher schicken muss, wie es aussieht, sonst kann ich das hier nicht als Minen... Kultur nutzen oder als Minenkolonie. Nein, ich würde hier nur irgendwas haben. Sonst habe ich nirgendwo Bauteile. Das frustriert mich ja gerade. Das frustriert mich gerade total.
Ich habe zwar das hier oben noch abgebaut. Hier ist nochmal 8 Bauteile. Das kann vielleicht mal einer von euch holen. Und das hier auch. Dann ist es zumindest mal hier. Ja. Das ist doof. Das bedeutet, ich muss in meiner neuen Kolonie auch eine Abschussrampe machen. Und das nur... Oh, Beladung abbrechen. Schlechte Idee gewesen. Ich muss Rough Chat mitschicken. Das hilft ja alles nichts. Und dann gehen wir wieder von unten nach oben her. Das Gold kann ich rüberschicken. Das lassen wir alles mal hier. Kann ich mir das meiste verkaufen. Bambus. So habe ich so viel Bambus, weil ich natürlich Bambus oben angebaut habe, wie ein Depp. Das kann man schon mal wegschicken. Ich glaube, Alkohol habe ich weggeschickt. Die Beinprothesen, die können wir da lassen, die verkaufen wir. Das kann man alles da lassen. Das habe ich, glaube ich, mit rübergeschickt. Genau, diese ganzen... Nee, die lasse ich mal da, die kann ich vielleicht verkaufen. So. Den Persönlichkeitskern, die Beruhigungswelle, die Marmorblöcke, die 500 Sandsteinblöcke kann man leider noch nicht verschicken. Dann machen wir erst das hier, Plastahl, Uran, zack. Goldfernlies, das können wir da lassen, Stahl, das muss man erst verarbeiten, Cottonfiber. Wow. Ich habe 2400 Cottonfiber. Woher? Scheibenkleister, Scheibenkleister, die Parius Buch. Earshrooms, Pile of Dirt. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles rüberbringen soll. Nie im Leben weiß ich das. Mein Gott. Mein Gott. Gut, wie gesagt, dann machen wir erstmal. Nee, ich lasse das mal da. Ich lasse das mal da, weil ich das bestimmt einem Händler verkaufen kann. Das macht auch Sinn. Das macht definitiv Sinn. Vielleicht schicke ich schon mal 200 Kraftstoff rüber. Ich weiß nicht. 200. Nee, ich lasse ihn mal hier. Das ist echt eine schwierige Entscheidung immer. Also sorry, wenn ich da jetzt mal so blöd lange brauche, aber... Meine Güte, kommen wir neben die Sandsteinblöcke rüber. 18 Stück, grandios. Ich bin ja eh fast voll. Ach komm. Nicht mal einen kann ich mitnehmen. Ach, dann nimm halt Dreck mit. Was soll's. Was soll's, dann belad das, dann schicken wir Rough Chat rüber, denn Rough Chat muss tatsächlich in der neuen Kolonie dann anfangen, die Psycho-Wohlen hin. Muss anfangen in der neuen Kolonie Bauteile herzustellen. Und dann muss ich früher oder später. Oh, das ist ja nett. Direkt hier drin. dann muss ich früher oder später mir das Zeug wieder rüber schicken. Dazu brauche ich diverses eine Abschussrampe, die natürlich wieder 3 Bauteile braucht. Grandios. Die machen wir aber hier hin. Genau, die machen wir hier hin. Und wenn die dann fertig ist, er hat es jetzt auch fertig gebaut oder hat das ganze Zeug reingepackt. Es wäre wahrscheinlich einfach, wenn ich mich durch den Berg graben würde mit Wilson, der wird wahrscheinlich viel schneller irgendwie Bauteile finden, aber ich brauche letztendlich eine Produktion für Bauteile. Ich brauche sie. Und solange ich die nicht habe, kann ich nicht viel machen. So. Also müssen die ja alle erstmal putzen. Ich muss mich übrigens noch darum kümmern, dass vielleicht diese Roboter-Mods für A16 irgendwie ermöglicht sind. Ich würde vielleicht ganz gerne... Putzroboter haben. Weil das immer zu putzen, immer dafür einen abzustellen, ich weiß nicht, das ist ein bisschen doof. Wir haben übrigens auch schon lange nicht mehr Hunger. Risiko Zusammenbruch schwer, sehr gut. Wir haben auch schon lange kein Ding mehr gehabt. Kein Kolonisten, der uns zu uns gekommen ist. Alter, Bambus habe ich jetzt echt genug. Vielleicht pflanzen wir noch was anderes an. Ja, machen wir jetzt auch. Flaxflower, Tea Plant, Coffee Plant. Wir machen jetzt hier noch eine Kaffeeplantage. So sieht es nämlich aus. Wir pflanzen jetzt hier Kaffee an. Scheiß auf Reis, Kaffee. Go.
Kaffee und das nächste machen wir Zuckerrohr. Wir haben ja eine richtig epische Plantage, machen wir draus. So. Gut. Ja. Ein Generv ist es mit dem Hin- und Herschieben. Ich hoffe nur, dass das halbwegs gut funktioniert. Und. Guck mal, der ist schon fertig. Okay, pass auf, also so eine Produktion. Dann machen wir noch diverses. Nicht tiefenscan, das Suborbitalkapsel. Können wir schon mal bauen. Dann brauche ich noch einen Kraftstoff. Herstellungsgedöns. Das ist Raffinerie, genau. Selbstverständlich muss sie auch in den eigenen Raum. Das Krematorium muss auch in den eigenen Raum. Weil ich es kann. Das ist der Grund. Weil ich es kann. Also werde ich hier diese ganzen halbwegs großen Fabriken noch hinstellen. Wie der Schmelzofen. Der wird wahrscheinlich aufgrund der Hitze ein eigenes Ding werden. Ein eigener Raum werden. Eine Mechanikwerkbank habe ich, glaube ich, schon. Genau. Ihn zerlegen. Also es ist alles relativ gediegen aktuell. Ich hoffe nur, dass ich mir damit kein Bein breche, indem ich jetzt Rothschild einfach mitnehme. Bin auf eine Jadeader gestoßen. Earth ist gestorben. Ja, danke. MLG-5 Pistol. Och ja. Bin ich jetzt nicht ganz so abgeneigt. ja. Wer war das? War das Orion-Installation? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, was das für einer war. Da kann ich auch nichts dafür, wenn der ständig an Tiberium-Infektion stirbt, ja? Was soll's? Ist halt so. okay, als nächstes werde ich dann... Wenn mein ganzes Silberzeugs da ist, werde ich... Ich brauche vor allem auch noch Lichter. Ich habe ja nirgendwo vernünftige Lichter. Hier ist kein Licht. Hier muss noch ein Licht hin. Hier in die Gänge muss noch ein Licht hin. Zack. Da haben wir genügend Licht. Hier fehlt noch Licht. Hier. Eieiei. Hier fehlt noch Licht. Wobei ich, dann mache ich es links und rechts, damit es schön symmetrisch aussieht, wie immer. Hauptsache, die Krankenbetten haben schon Licht. Das ist schon mal okay. Psychisches Brummen, das ist gar nicht okay. Hier machen wir noch eins hin und... So, wenn wir es können, noch an beide Stellen. Und hier machen wir am besten auch noch zwei hin. Eins hier, okay, wunderbar. Gut, dann hätten wir das... Hier oder woanders in der Kolonie? Okay, psychisches Brummen weiblich. Wie viele weibliche haben wir denn hier? Nur Hawk, na toll. Da wird Hawk erstmal mies drauf sein, aber Hawk ist eigentlich so happy, dass es eigentlich nicht wirklich ein Problem sein dürfte. So, dann bedanke ich mich schon mal an dieser Stelle fürs Zugucken, mal wieder. Ich werde dann die nächste Folge mal im Eiltempo laufen lassen, weil ich, ja, wie gesagt, ich brauche Bauteile, ich muss Bauteile hier drüben herstellen. Ich muss natürlich hier erstmal einen sagen, produziere. Geht noch nicht, weil ich noch kein Handwerk habe. Würde man sagen, der macht es, bis wir 20 Bauteile haben. Ich denke, Stahl haben wir relativ viel. Ansonsten müssen wir halt Stahl hier ein bisschen abbauen. Das ist auch kein Problem, denn Stahl haben wir wirklich im Überschuss. Und dann dürften wir die Bauteilkrise gebacken kriegen. Und schicken uns dann hier immer wieder Bauteile hier zurück, weil hier ist leer gefarmt. Hier ist absolut leer gefarmt. Es gibt hier keine Bauteile mehr. Es sei denn, ihr habt welche gesehen, dann sagt es mir doch bitte. Ja. Ansonsten, wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Macht es gut. Haut rein. Ciao, ciao.